Hallo meine Lieben, da bin ich wieder. Das war schon wieder eine längere Pause, aber jetzt bin ich wieder da und Sherlock ist auch da, den könnt ihr sehen. Und falls jemand von euch wieder sagen möchte, dass mein Zimmer so chaotisch ist, es ist nicht chaotisch. Da auf dem Tisch, Moment, da genau, da wo ihr ganz viele Bücher seht, ich habe in den letzten Wochen Pakete mit Büchern von drei Verlagen bekommen, wo sie mir verschiedene Bücher geschickt haben, die ich rezensieren darf, über die ich erzählen darf und so weiter. Da freue ich mich schon riesig drauf, weil da sind ganz, ganz tolle Bücher dabei. Und da könnt ihr schon drauf gespannt sein. Und ich werde euch auf jeden Fall nach und nach über alles erzählen. Also, das ist kein Chaos, das ist Arbeitschaos. So, heute möchte ich etwas provokant etwas sagen. Und zwar, ich habe vor kurzem in einem Gespräch mit einer Kollegin gesagt, ich habe keine Konkurrenz. Und sie war so, oh, okay. Wenn ich das sage, ich meine nicht, dass ich die beste Deutschlehrerin auf der Welt bin und keiner kann Dativ und Akkusativ so gut erklären, wie ich das kann. Das meinte ich nicht. Ich meinte Folgendes. In unserer Branche, also im Gebiet Deutsch als Fremdsprache, sind wir keine Konkurrenten, wir sind Kollegen. Es ist für euch nicht verboten, mich zu gucken, also meine Videos zu gucken und die Videos von German with Jenny zu gucken und die Videos von Diliana zu gucken und so weiter. Also wir sind in der Hinsicht keine Konkurrenten. Wir sind Kollegen. Und was mich persönlich angeht, ich finde nicht, dass ich die besten Erklärungen für Grammatik oder Wortschatz oder Prüfungen oder irgendwas mache. Ich habe eine ganz bestimmte Mission. Mission klingt so ein bisschen groß, aber es ist okay. Ich finde, es darf ruhig ein bisschen großspurig klingen. Meine Mission ist nicht, dass die ganze Welt Deutsch lernt oder dass die ganze Welt Deutschprüfungen besteht oder so. Meine Mission ist, dass du einen Schritt näher kommst an dein Ziel. Und was für ein Ziel du hast, das weiß ich nicht. Vielleicht möchtest du studieren, vielleicht möchtest du einen guten Job bekommen, vielleicht möchtest du deinen jetzigen Job kündigen und einen besseren Job machen. Vielleicht möchtest du deinen Job kündigen und dich selbstständig machen. Vielleicht möchtest du YouTuber werden, vielleicht möchtest du Künstler werden. Vielleicht möchtest du auf einer Südseeinsel leben und Bücher schreiben. Also, ich habe da meine Südseeinsel irgendwann hoffentlich und schreibe da Bücher und auf einer Nachbarinsel bist dann du. Das weiß ich nicht. Jeder von euch hat Träume. Und das finde ich viel, viel, viel wichtiger als alle Dative, Akkusative und Genitive und Konjunktive zusammen. Also, die Prüfungen sind wichtig, ja, aber die Prüfungen sind nur ein Schritt auf einem großen Weg. Und wohin dieser Weg führt, das weißt nur du, das weiß ich nicht. Das ist meine Mission. Es geht nicht um die besten Erklärungen für Grammatik oder Prüfungen oder sonst noch irgendwas. So, das ist etwas Wichtiges, was ich heute euch sagen wollte, was ich euch heute sagen wollte. Denn ich habe wirklich keine Konkurrenz. Ich wünsche euch einen fantastischen Abend und ich freue mich auf das nächste Video, das ich für euch mache. Und vielleicht noch eine ganz kleine Bitte am Ende. Ich weiß, viele von euch fragen, was sie für mich tun können. Also, wie könnt ihr euch bei mir bedanken? Und ihr wisst, es ist in den Social Media wichtig, dass ihr Likes setzt, dass ihr Kommentare schreibt, dass ihr verschiedene Sachen macht, dass ihr vielleicht die Videos teilt und an eure Freunde und Feinde und andere Leute schickt. Aber es gibt noch eine Kleinigkeit, um die ich euch bitten möchte. Wenn ihr meine Videos auf YouTube schaut, abonniert bitte den YouTube-Kanal. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich habe gesehen, von den Leuten, die meine Videos gucken, sind unter 50% Abonnenten von meinem Kanal. Deswegen die Bitte an die anderen, über 50%, bitte klickt auf Abonnieren. Es ist eine große Hilfe für mich. Es kostet euch nichts, aber mir hilft es. Okay? Super. Ich danke euch und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.